Nimm die Frau und das Kind und bringe sie in Sicherheit. Josef, nimm die Frau und das Kind und bringe sie in Sicherheit. Maria. Maria. Maria, wir gehen. Maria, nimm das Kind, wir müssen weggehen. Wohin gehen wir? Mir ist gesagt worden, Josef, nimm die Frau und das Kind und bringe sie in Sicherheit. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nimm jetzt das Kind, ich weiß nicht, wer es war. Vielleicht war es ein Traum. Wir müssen gehen, bevor es Tag wird. Wir müssen weg, wir müssen schnell weg. Der schwarze Schlamm Arabiens hat dich schon einmal geheilt. Er wird dich auch diesmal heilen. Wie viele waren es? Wie viele Kinder habt ihr beseitigt in Bethlehem? Es waren 48, Herr. Es ist alles ausgeführt worden, wie du es befohlen hattest. Jeder Befehl von Herodes dem Wunderbaren, König von Judäa, Herrscher des auserwählten Volkes, ist Gesetz des Staates. Alle 48 Kinder, die in den letzten 3 Jahren in Bethlehem geboren wurden, sind getötet worden. Kein Versuch der Auflehnung, kein Protest. Eine Frau, die versucht hat, ihren Sohn zu schützen, ist erschlagen worden. Den Familienhäuptern ist als Entschädigung die Summe von 100 Denar ausgezahlt worden. Ich habe meine Söhne umbringen lassen, um mein Reich zu verteidigen. Erinnert euch der Prophezeiung? Und du, Bethlehem, bist nicht die geringste unter den Städten Judas. Du Glückliche, denn aus dir wird der zukünftige König Israels geboren werden. Ein anderer wird König sein. Nein, Herr. Keiner der in Bethlehem Geborenen wird je König sein, Herr. Keiner von ihnen ist entkommen. Die Worte des Propheten sind die Worte Gottes. Wie ist es möglich, eine Prophezeiung zu besiegen? Ist er gestorben? Ja, er ist tot. Ruhm und Ehre dem Namen Herodes. Und so starb Herodes, ohne zu wissen, dass ein in Bethlehem geborenes Kind dem Blutbad entkommen war. Ein Kind namens Jesus. Sieben Jahre später, auf der Straße nach Bethlehem.
Sieh nur diese Hütte. Siehst du nichts? Nein, ich sehe nichts. Über der Tür ein Licht, wie ein Stern. Ein Stern? Nein, den sehe ich nicht. Aber ich glaube dir, du verstehst es, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Kennst du diesen Mann? Da, unter dem Baum. Nein, nie gesehen. Du müsstest dich an mich erinnern. Nein, nein, ich erinnere mich nicht. Warum bist du zurückgekehrt? Was meinst du damit? Woher kommst du? Aus Qumran. Ich reise nach Jerusalem. Aber warum antwortest du ihm? Der kürzeste Weg ist ein anderer. Warum hast du diesen Weg genommen? Soll ich dem Kerl einen Fußtritt geben? Ich habe dich vor 7 Jahren zu dieser Hütte gebracht. Erinnerst du dich? Oma, reite nach Jerusalem. Ich werde nachkommen, sobald ich kann. Das ist so eine Art Gewandspange. Ist nichts wert. Sie glänzt in der Sonne, aber ist nichts wert. Wenn sie dir gefällt, verkaufe ich sie dir. Wer hat sie dir gegeben? Mir? Niemand. Ich habe sie hier im Stroh gefunden. Sie kann nur von diesem Zimmermann und seiner Frau sein. Es ist mir ein Rätsel, wie es ihnen gelungen ist, rechtzeitig zu fliehen. Es war wie ein Wunder. Die Soldaten des Herodes sind von Haus zu Haus gegangen. Aber ich war der Einzige, der wusste, dass hier noch eine Familie war. Und ich habe nur mit dir darüber gesprochen. Ich kaufe sie dir ab. Reicht das? In jener Nacht damals hast du mir mehr versprochen, wenn ich dir helfe, das Kind zu finden. Nimm diese auch, sie gehören dir. Und vergiss, dass du mich getroffen hast. Und diese Familie ist einfach so verschwunden? Es heißt, jemand hat sie gesehen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass ich vorbeigekommen bin. Das Schicksal ist unberechenbar. Es muss Zoll bezahlt werden. Nein, wir bleiben nicht hier. Wir wollen nur durchziehen. Unwichtig. Es muss Zoll bezahlt werden. Wir haben keine wertvollen Waren. Kontrolliere, dann wirst du es sehen. Bezahle, sonst kehrst du um. Der gibt uns was. Der gibt uns was. Hast du was für mich? Hier habt ihr Datteln. Ephraim, komm nach Hause. Du bist immer der Letzte. Weißt du nicht, dass es schon spät ist? Es ist schon spät. Ihn zurechtweisen. Warum ich? Weil es Sache des Vaters ist, den Sohn zu erziehen. Oh, Herr. Da arbeitet ein armer Mann vom Morgen bis zum Abend und dann muss das sein. Was hast du? Hast du Angst, ihn zu kränken? Hast du gehört, Jesus? Deine Mutter hält es für nötig und richtig, dass ich dich zurechtweise. Aber andererseits wirst du sicher deine guten Gründe haben. Meinst du nicht? Ihr beide seid euch wohl immer einig. Die Suppe ist kalt geworden. Unwichtig, weil ich sowieso keinen mehr habe. Die Antwort scheint mir ziemlich gescheit. Alle Kinder sind gescheit. Im Allgemeinen dient es nur dazu, die Suppe kalt werden zu lassen. Was ist das für ein Hut? Ich habe ihn für dich gemacht. Jetzt esst ihr trotzdem erst die Suppe, warm oder kalt. Du und dein Vater. Weißt du, ich habe schon seit einiger Zeit darüber nachgedacht. Sag es mir gleich, wenn du mir etwas sagen willst. Mir ist klar geworden, dass es hier wohl nicht genug Arbeit für einen Zimmermann gibt. Das merkst du nach 7 Jahren? Was hast du in deinem Kopf, Mann? Dass jedes Kind ein Recht darauf hat, im Land seiner Väter aufzuwachsen. Das habe ich in meinem Kopf. Warum versteckst du dich hinter deinem Sohn? Kurz und gut, Maria, ich glaube, wir sollten an die Rückkehr denken. Geht es uns hier nicht gut? Wir haben nur eine Nacht hier bleiben wollen, erinnerst du dich? Wir sind geblieben, weil es ein sicherer Ort ist. Nein, ich glaube, dass keinerlei Gefahr mehr für uns besteht.
Weißt du, ich bin heute in der Wüste gewesen. Ich habe über ein Meer von Wüsten gesehen, die von Sur, die von Negev, die Wüste von Juda, bis hinüber nach Galiläa. Und ich glaubte, unser Haus in Nazareth erkennen zu können. Ich sehe es vor mir und würde gern zurückkehren. Ein Zeichen hieß uns zu gehen und ein Zeichen wird uns sagen, wann die Zeit gekommen ist, zurückzukehren. Seht hier! Ja! Ja! Die Schleuder ist eine furchtbare Waffe. Man kann einen Mann mitten auf die Stirn treffen, auch von weitem. Jetzt versuch du's. Ich? Früher oder später müsst ihr es lernen. Nein, noch nicht! Warte! Warte, nein! Halt! Die Römer! Da ist der Feind, der zu töten ist. Der Unterdrücker, der uns besetzt hält. Der Unreine, der Römer. Seit 50 Jahren hält er unser Land besetzt. Seit 50 Jahren hält er unser Land besetzt. Und zwingt uns unrechtmäßige Steuern ab. Er zwingt uns unrechtmäßige Steuern ab. Unter falschen Königen. Unter falschen Königen. Und käuflichen Priestern. Und käuflichen Priestern. Haltet an! Wohin wollt ihr? Nach Etam und danach nach Ägypten. Schüttet eure Taschen und Körbe aus. Warum? Raus mit den Lumpen, habe ich gesagt. Das verstehe ich nicht. Wir sind doch nur friedliche Händler. Was wollt ihr? Das werden wir noch sehen. Könnt ihr mir sagen, was ihr sucht? Waffen. Wir sind keine Waffen. Wir müssen es überprüfen. So lauten die Befehle. Die Befehle von wem? Vom Kommandanten. Wer ist dein Kommandant? Livius Rufus. Ich kenne ihn. Bringe mich zu ihm. Eines denke ich, sollte ich dem Imperator schreiben. Die Fliegen haben in Palästina gesiegt. Weißt du, seit wie vielen Jahren ich hier bin? Seit 7. Ich denke, dass sie mich in Rom vergessen haben. Ich glaube nicht, dass ich es hier weitere 7 Jahre aushalte. 7 Jahre, diese Stille wie in einem Grab. Der ewige Sand. Und die Massaker? Oh, nur bei einigen Wüstenstämmen. Die übliche Arbeit der Gesetzeshüter. Es hat einige Unruhen oben im Norden gegeben. Judas der Galiläer, wie sie ihn nennen, war der Anführer. Tausende von Aufständischen mit Kreuzen. Wir wollen nicht, dass irgendein Hitzkopf diesen Wahnsinn nach Ägypten verschleppt. Im Übrigen, hast du einen Schutzbrief? Ach, Rufus, ist es unbedingt nötig? Wir kennen uns seit so vielen Jahren. Eben gerade, weil ich dich kenne. Es steht nur dein Name drauf. Nicht nur, auch das Siegel von Herodes Antipas. Nach allem ist er doch der Sohn und Erbe des großen Herodes, des Wunderbaren und vom Volke Geliebten. Erbe wovon? Von nichts. Ihr befehlen wir jetzt. Das bedeutet, dass ich lieber das Siegel des römischen Prokurators gesehen hätte. Ihr Judäer solltet euch fügen, ihr zählt nicht mehr. Ich bin Sephir, Sohn von Ebla dem Syrer. Judäer bin ich nur für Geld. Und aus persönlichen Interessen. Persönliche Interessen? Die wirst du mir erklären müssen. Inzwischen werden wir zu Abend essen. Trink. Eine wohlklingende Aufforderung nach so langer Zeit in der Wüste. Aber ich habe den Eindruck, du willst mich betrunken machen. Ja, um zu erfahren, warum du in Wahrheit hier bist. Ist es nötig, dir das zu sagen? Sieh es so, Sephir. Es scheint mir mehr als eigenartig, dass einer wie du, gleich in welcher Eigenschaft, als Minister, Hofastrologe oder Magier, allein umherreist, ohne, wie soll ich sagen, einen Auftrag erhalten zu haben. Was für ein außergewöhnlicher Wein. Woher bekommst du ihn? Also rede. Ich bin gekommen, um jemanden zu töten. Das ist gegen das Gesetz. Ich müsste dich festnehmen. Nein, warte. Es handelt sich
um einen Feind meines Herrn und des Reiches Israel. Dann ist es also im Namen des Gesetzes. Es geht um ein Kind. Sephir, ich will keinen Ärger. Nein, glaub mir, eine reine Förmlichkeit. Eine einfache Sache, die schnell zu erledigen ist. Und niemand wird etwas davon merken. Warum ein Kind? Nun, es sollte schon vor 7 Jahren getötet werden, aber leider ist etwas schiefgegangen. Jemand hat die Eltern rechtzeitig gewarnt. Jesus! Ich will mit dir arbeiten gehen. Arbeiten? Aber musst du um diese Zeit nicht zur Schule gehen? Ich gehe dann später zur Schule. Was für eine Arbeit musst du machen? Eine Tür reparieren, die entzwei gegangen ist und nicht mehr schließt. Hast du das Messer geschärft, Kehler? Ja. Merke dir gut, was ich dir sage. Das Wasser ist der ärgste Feind des Zimmermanns. Aber hier regnet es doch nie. Ja, wahrscheinlich dachte ich an einen anderen Ort. Dennoch ist Wasser eine Gefahr, denn dadurch quillt das Holz und alles ist zerstört. Wann bringst du mich zurück nach Hause? Willst du, dass wir wieder nach Nazareth gehen? Dieses ist nicht das Haus meines Vaters. Josef! Josef, der Lehrer will dich sprechen, gleich! Nein, das kannst du nicht. Warte, ich sag's dir gleich. Und jetzt du. Nein, nicht wegen deines Sohnes will ich mit dir sprechen. Zwar hat er noch nicht einen Buchstaben des Alphabetes gelernt, aber das hat Zeit. Ich habe dich gerufen, weil du ein guter Zimmermann bist und die Synagoge braucht 3 neue Bänke. Aber bedenke, ich kann dir nicht mehr als 2 Schekel geben. Ich hätte wenigstens an 10 gedacht, bei allem Respekt. Es sind doch nur 3 Bänke und nicht mehr. Die müssen sorgfältig gearbeitet sein, wenn sie halten sollen. Sagen wir 3 Schekel. Bedenke allein den Preis des Holzes. Vater. Man muss es von weit kommen Vater. Lassen. Nun, bis 4 kann Vater. Ich gehen. Vater, du hast vergessen, den Preis des Leims zu berechnen. Ja, richtig. Hört, hört, was der Kleine nicht alles weiß. Also einverstanden, 5 Schekel und wir reden nicht mehr darüber. Ich wollte diese Tüchtig. Bänke schon seit langer Zeit Tüchtig. Machen lassen, aber es ist nie Geld da. Die Synagoge ist arm. Wir machen 3 in diesem Jahr und 3 im nächsten. Hier, nimm dies als Anzahlung. Danke. Kommt schnell, der Unterricht ist gelandet. Komm, Jesus, wir müssen uns hinsetzen. Weißt du, ich erinnere mich noch an den Tag, als ihr hier angekommen seid. Das war vor 7 Jahren. Wir waren auf dem Weg nach Ägypten und dann beschlossen wir, hier zu bleiben. Ich weiß nicht einmal mehr, warum. Das hier ist ein Grenzdorf. Hier kommen viele durch, nur wenige bleiben. Und dabei gibt es so manchen Vorteil hier. Mit einem Fuß in Ägypten, mit dem anderen in Palästina. Das geht schnell, hierhin oder dorthin zu gehen, je nach den Umständen. Je nachdem, wohin man will. Ach, denkst du daran, wegzugehen? Irgendwann kehren wir nach Hause zurück, nach Galiläa. Weißt du schon, wann das sein wird? Nein. Wir warten auf ein Zeichen. Ein Zeichen? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, was geschehen ist. Ha? Da ist eine Botschaft aus Nazareth? Nein, nein. Der Brunnen von Phares gibt wieder Wasser. Nein. 5 Schekel für 3 Bänke. Oh. Der Lehrer hat nicht mehr als 4 geben wollen. Und das ist nur eine Anzahlung. Aber wenn ich rechtzeitig fertig werden will, werde ich eine Hilfe brauchen. Ich helfe dir. Oh ja, gut, sehr gut. Und jetzt überlegen wir, was wir mit diesem Geld hier machen. Erst einmal nehmen wir 6 Denar gleich weg. Die müssen wir nachher zurückgeben. So. Warum? Weil er sie uns geliehen hat. Für Wolle zum Spinnen einen 1/2 Schekel. Ich möchte farbige Wolle, auch wenn sie etwas mehr kostet. Einen 2 halben Schekel. Einen dafür. 1/2 Schekel für ein paar Milchziegen. Dann bleiben uns noch 2 Millionen. Ah, 2 Millionen. Was könnte man damit machen? Was könnte man wohl mit 2 Millionen machen? Ich weiß es, ich kann mir davon auf dem Markt ein Vögelchen kaufen. Einverstanden. Das wird dann deine Bezahlung sein, wenn du mir Jesus, hilfst. So warte doch. Jesus! Komm schnell, Jesus! Jesus! Er hört nie auf mich. Er ist nur wie alle Kinder. Du verteidigst ihn immer. Habe ich deine Botschaft erhalten, Herr. Und ich habe gute Nachricht für dich.
Sie sind noch hier, aber wie es scheint, wollen Sie von hier weggehen. Killa ist auch sicher, dass Sie es sind. Es stimmt alles überein. Herkunft, Zeit der Ankunft und auch die Namen. Er heißt Josef und arbeitet als Zimmermann. Sie heißt Maria. Sie sind aus Nazareth, aber das Kind ist in Bethlehem geboren. Also was ist? Verkaufst du mir nun diese Ziegen? Kannst du nicht schlafen? Nein. Ist irgendetwas geschehen? Nein, nichts, gar nichts. Ich dachte gerade darüber nach, was das Kind heute zu mir gesagt hat. Er fragte, Vater, wann bringst du mich zurück nach Hause? Vielleicht hat er uns darüber sprechen hören. Nein, nein. Glaube mir. Es war sein eigener Gedanke. Er wirkte verstört und es fiel ihm nicht leicht, mit mir zu reden. Und dann sagte er noch etwas, was ich nicht verstehe. Nein, hat er gesagt, dieses ist nicht das Haus meines Vaters. Das waren seine Worte. Maria. Maria, was wollte mir Jesus damit sagen? Dass er weiß, dass ich nicht sein Vater bin? Hast du mir geglaubt, Josef? Ja. Hast du tatsächlich geglaubt, dass ich keinerlei Sünde begangen habe? Ja. Dann bist du sein Vater, so wie ich seine Mutter bin, in gleicher Weise. Wir sind sein Vater und seine Mutter, die ihm auf Erden gegeben wurden. Shalom. Shalom. Bist du Maria von Nazareth? Ich bin Maria. Und du? Ich bin Nathan ben Joab. Und wie kann ich dir nützlich sein, Sohn des Joab? Ich wollte nichts Besonderes. Ich wollte nur mit dir reden. Mein Mann ist nicht da. Ich bitte dich, noch einmal zu kommen. Nun, dann würde ich gern deinen Sohn kennenlernen. Meinen Sohn? Warum willst du ihn kennenlernen? Weil ich weiß, dass er in Bethlehem geboren wurde. Ja. Er wurde in Bethlehem geboren. Es war keine Geburt wie die anderen, nicht wahr? Ich bin Händler und war geschäftlich in Bethlehem zu der Zeit. Man erzählte mir, dass in einem Stall außerhalb des Dorfes ein Kind unter sehr eigenartigen Umständen geboren worden war. Kurz darauf erfuhr ich, dass drei große Könige aus dem Orient gekommen waren, um diesen Neugeborenen zu ehren. Es hieß, ein Stern hätte sie geführt. Sieh, ich beschäftige mich mit der Wissenschaft der Astrologie. Was ich erfuhr, erweckte meine Neugierde. Tatsächlich habe ich mich jahrelang gefragt, welches Schicksal dieses Kind wohl hatte. Vor kurzem nun kam ich zufällig durch Bethlehem und man hat mir gesagt, wo ich euch würde finden können. Ich war arm damals, aber jetzt bin ich ein reicher Mann. Wenn du mir also bestätigst, die Mutter jenes Kindes zu sein, werde ich deinem Sohn ein prächtiges Geschenk machen. Wenn du so sicher bist, warum stellst du so viele Fragen? Ich könnte mich irren. Deine Unsicherheit ist ein Zeichen der Ehrlichkeit. Dafür gebührt dir Achtung. Doch bei aller Achtung muss ich dir sagen, dass du dich geirrt hast. Es tut mir leid, ich bin nicht diese Frau. Aber wenn du mit leeren Händen zurückkommen solltest, werden mein Mann und ich glücklich sein, dich in diesem Haus zu empfangen. Shalom. Ach, das Kind, das dem Massaker entkommen war,